Hallo meine Lieben, ich heiße Simon, komme aus München und hier findet ihr meine erste Backpacking-Erfahrung und gleichzeitig auch meine erste Versuch, die zu filmen, schneiden und online zu präsentieren. Also seht's mir bitte etwas nach, wenn es noch sehr sperrig aussieht und auch die Qualität und die Kameraführung nicht allzu perfekt ist, weil ich teilweise mit der GoPro und mit dem Handy gefilmt habe. Naja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. So, hier fliege ich von Stockholm nach Kiruna. Und der Flughafen in Kiruna ist wirklich nicht größer als eine größere Bushaltestelle in der Innenstadt. Das ist mega witzig. Und um dann eben nach Abisko zu kommen, zur Tobi Station, da fängt der Pilgerweg nämlich an, der Kungsleden. Man kann den natürlich auch von verschiedenen Stationen anfangen. Weil es gibt immer Teilstrecken, die sehr beliebt sind, von denen man auch starten könnte. Und ich habe mich aber damals entschlossen, von Abisko zu starten. Und dann einmal, ich denke mal, das ist die Teilstrecke um den höchsten Berg von Schweden, nämlich der Kebnekaise. Und mit knapp 125 Kilometern, schätze ich. Ja, es war eine sehr geile Erfahrung. Nur, würde ich mal sagen, lass die Reise beginnen. So, meine Reise beginnt. Ich bin jetzt seit knapp 20 Minuten unterwegs. Hab einen Inder und einen Norweger getroffen, die einfach absolut der Hammer waren. Und jetzt geht's mal weiter. Und so schaut's seit 5 Minuten aus. Unglaublich! Geil! So, ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Füße erholen. Ganz langsam. Tun sie weh. Essen machen. Ah. Und vor allem Wasservorräte auffüllen. Ah. Ich aufpassen, wo man hinlatscht. Muss jetzt nicht sein. Sich jetzt irgendein Scheiß schief einzufangen. Alles sehr musig, muss ich sagen. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. So. Aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön hier. Kann man nicht meckern. Machen wir noch ein paar Viecher da ab. Zeige die zack. Kommst mir ja nicht rein. Und das Wasser ist glasklar. Rostiges zu essen, oder was? Chicken and Noodle.
Meinen ersten Schlafspot ausgesucht und das ist schon echt ein Riesenvorteil, wenn man in Schweden im Juni da Juli rumläuft, da ja, es wird halt nie Nacht und als Anfänger, wenn man das erste Mal macht, wirklich sehr geil. So, ich habe jetzt hier irgendwie alles untergekriegt, so eine kleine Schlaf für meine Füße und ich sag's euch, die Mücken zerfressen einen, das ist unglaublich. Aber dafür ist halt die Sicht zum Aufwachen auch einfach unglaublich. Es ist 10 Uhr. Scheiß Mücke. Voll ins Auge, hä? Mistvieh. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Es ist einfach noch so hell wie Mittag. Zum Glück habe ich meine Schlafmaske mitgenommen. Dann würde ich sagen, waschen war ich mich auch. Scheiße kalt war es im Fluss. Richtig kalt. Richtig, richtig kalt. Und morgen geht's weiter. Mach's gut. So, dann ratet mal, wie viel Uhr wir es jetzt haben. Ich glaube 3:30, 4:15. Das ist mein Spot zum Übernachten. Direkt hier. Zack. Bin ziemlich müde. Hab eigentlich relativ gut geschlafen, muss ich sagen. Ja, das Müdesein liegt wohl daran, dass ich ein paar Schlafstörungen hatte damals und deswegen immer sehr früh losgegangen bin oder sehr früh aufgestanden bin. Aber jetzt wird erstmal Wasser geholt und gefrühstückt. Dann, ciao. So, das ist der Reispudding. Ich sag euch, das sieht zwar aus wie Papier im Wasser zerlassen, aber der Scheiß schmeckt ultra gut. Boah, brutal. Wie geil. Ja, hier ist gerade noch alles am Trocknen. Da hinten und hier hinten. Mahlzeit. So, weiter geht's. Bin gerade schon ein paar Meter gelatscht. Meine neuen Gehstöcke ausprobiert. Und ja, mal die Experience machen, alleine zu gehen, ist schon der Hammer. Also wie der Inder gestern, der kommt irgendwo von der Spitze, von der Küste unten irgendwo her. Der ist schon mehrmals da Richtung Malaya gelatscht. Aber immer nur in Gruppen. Die haben dann immer den Esel, die das ganze Equipment tragen. Und die haben dann tatsächlich nur so eine Eispicke dabei. Ganz witzig, was er da alles erzählt hat. Ja, hier hätte ich auch was abschöpfen können. Das nächste Mal. Und ich bin immer irgendwie Schiss, dass ich was vergessen habe, wenn ich einmal was ausgepackt habe.
Ich würde mal sagen, dann filme ich mal weiter, wenn es mal wieder was Schönes zu sehen gibt.